Seid mir gegrüßt, meine Pokéfreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening und natürlich erstmal einen herzlichen, wunderschönen, guten dritten Advent euch allen. Ja, heute haben wir wieder eine tolle Box am Start und zwar mal was richtig Besonderes. Ihr habt es am Thumbnail wahrscheinlich gesehen, deswegen seid ihr hier. Und zwar haben wir hier die Pokémon Celebrations Pikachu VMAX Premium-Figuren-Kollektion mit dem VMAX Pikachu oder dem Dynamax Pikachu, wie man auch so schön sagt. Und die würde ich sagen, schau uns an. Ich mache das gute Ding auf und wir sehen uns dann zurück wieder auf der Matte. So, da sind wir auch schon wieder. Erstmal haben wir hier erstmal ein kleiner Kritikpunkt an dieser Box. Und zwar der Müll an dieser Box ist echt unglaublich. Wir haben hier riesige Plastikteile drin wieder. Ich zeige es mal auf der Facecam. Seht euch das mal an. Es ist so viel verschenkter Platz. Ihr seht hier, wir haben riesige Bereiche, wo einfach nur Luft ist. Ich finde immer noch, man sollte den Müll gerade in den heutigen Klimawandelzeiten ein bisschen eindämmen. Und diese Box ist echt ein No-Go. Ja, mal gucken, ob die Pokémon-Kombi jetzt irgendwann mal in den Griff kriegt. Wie gesagt, die Boxen sind halt so riesig voluminös, damit sie von außen gut aussehen. Aber ich denke, das kann man lassen. In Spanien habe ich Boxen gesehen. Das waren kleine Pappschachteln einfach nur, anstatt dass es bei uns eine riesige Box gibt mit einer Jumbo-Karte, wo einfach die Booster drin sind, eine Promokarte und das geht auch. Das muss halt nicht so sein. Naja, auf jeden Fall. Ansonsten in der Box haben wir hier dieses Dynamax Pikachu. Das ist echt groß und richtig schwer. Also ein wirklich stabil. Fühlt sich an wie so eine Art, weiß ich nicht, irgend so ein Gummiplastik-Gedöns. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Fan von den Dynamax-Pokémon, das wisst ihr. Und ja, Pikachu ist halt einfach nur groß und dick und hat eine rote Wolke. Aber das haben ja alle Dynamax-Pokémon. Mich würde interessieren, was ihr von der Figur haltet. Also sie ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Man muss sagen, verarbeitungstechnisch ist das ein Top-Teil. Da hat man nicht die Angst, dass irgendwas abbricht, wenn man, na gut, vielleicht dieser Ring hier oben, wenn man es ein bisschen zu grob anfasst, aber es geht. Ja, auf jeden Fall eine schöne Figur für die Vitrine. Gerade wenn man Dynamax-Pokémon mag oder Pikachu, dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir einen Code, der die beiden Promokarten freischaltet im Online-TCG. Den gönne ich mir natürlich, weil ich die Box nur einmal habe. Sie war auch nicht so leicht zu kriegen. Danke natürlich an den guten Pokédeck, der mir diese Box besorgt hat. Nochmal ein herzliches Danke an dich, wenn du das hier siehst. Fühl dich gedrückt. Danke nochmal dafür. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall zwei wunderbare Promokarten am Start. Und zwar ein Pikachu V mit Volt-Tackle und ein Pikachu V-Max mit Giga-Volt-Tackle. Ich denke, das sind die Varianten von Farbenschock, ohne es jetzt genau zu wissen. Wenn nicht, steht wahrscheinlich unten was anderes drunter. Wenn ja, steht da nichts und ich habe recht gehabt. ja, schöne Promokarten auf jeden Fall. Kann man mitnehmen. Bin ich auf jeden Fall für. Dann etwas, was ich wieder sehr, 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 sehr seltsam finde an dieser Box. Und zwar die Booster-Verteilung. Erinnern wir uns zurück an andere Celebrations-Boxen. Wie war die Verteilung? Nehmen wir mal die Katapulter-Box. Zwei Celebrations-Booster, ein normaler Booster. Nehmen wir die Top-Trainer-Box. 10 Celebrations-Booster, 5 normale Booster. Nehmen wir die Zacian-Box. 4 Celebrations-Booster, 2 normale Booster. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Verhältnis ist immer 2 zu 1. Aber nicht in dieser Box. In dieser Box haben wir 2, 4, 6, 8 Celebrations-Booster. Soweit, so gut. Und man würde erwarten, okay, jetzt sind hier 4 normale Booster. Aber nein, hier sind 3 normale Booster drin. Von schauriger Herrschaft. Warum? Warum ist das so? Warum bricht man hier so mit dieser Logik? Ich weiß es nicht. Auch im Minitins, zwei normale Booster, ein normaler Booster, zwei Celebrations Booster. Es ist überall so eigentlich. Ich wüsste jetzt keine Box, wo es nicht so war, außer diese. Es ist seltsam. Na gut, wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben halt einen normalen Booster weniger, aber dafür trotz allem 8 Celebrations Booster. Ich bin gespannt, was da drin ist. Es fehlen nicht mehr viele Karten in der Sammlung, aber mal schauen. Vielleicht gucken wir nachher den Ordner kurz mal an, wenn wir da Zeit für haben. Ich würde sagen, wir machen das Verhältnis. Ach so, es geht ja. Mal mache ich mal 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wir machen erst Schaurige, dann Celebrations. Die Box macht's kaputt. Aber ansonsten ist es eigentlich eine schöne Box. Wie gesagt, zu viel Müll. Die Boosterverteilung ist komisch. Ja, ansonsten ist es okay. Boosteranzahl ist auf jeden Fall okay. 8-mal Celebrations, 4-mal Schaurige. Schaurige auch ein super tolles Set. Mag ich immer noch gerne. Und Schaurige gönnt halt bei Celebrations auch. Man sieht halt sehr oft, dass Leute aus den schaurigen Boostern, die ja so als Beilage in Celebrations drin sind, den geilsten Scheiß ziehen. Ich erinnere mich gerade an Niki vom Drachenhort. Die hatte jetzt ein Opening. Da hat sie das alternative Artwork, sie hat geöffnet, lass mich kurz überlegen, eine Top-Trainer-Box. Drin waren 5 schaurige Herrschaftsbooster und im 5 schaurigen Herrschaftsbooster hatte sie alternatives Artwork, Galar Zapdos und ein Gold-Item. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war die Urne der Vitalität in Gold. Ja, das kann man auch machen. Dicta Galar Flagmon und unsere erste Rare ist ein Kecleon aus Schaurige Herrschaft. Okay, das war jetzt natürlich nicht der Hit, den wir uns gewünscht haben. Aber zwei Booster haben wir noch. Leider nur 2. Schaurige Herrschaft macht echt Spaß zu öffnen. Ich habe auch noch ein Display hier, das werden wir irgendwann im Stream öffnen. Da bin ich mir relativ sicher.
Mal gucken, vielleicht irgendwann Richtung Weihnachten oder so. Ich würde sagen, ich gucke mal einen Code raus. Viel Spaß damit. Wenn ihr den Code hier einlöst, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben. Mich würde interessieren, wer die so einlöst, ob jemand was Gutes daraus zieht. Würde mich mal sehr interessieren. Weiter geht's mit einer Psychoenergie. Dann haben wir hier auf jeden Fall den guten Peony, Fleckleon, Brimano, Brimova, Dakuma Matata, Nebulak, Formeo, Schuppet, die Ärztin und ein Quadamark mit einem süßen Inteleon. Ah, ne, Memmion. Inteleon wäre die dritte Stufe. Ja, ich bin der Pokémon-Experte, ne? Man nennt mich auch Marcel den Pokémon-Experten. Ich weiß nicht, ob ihr schon lustet, aber es ist die Wahrheit. Und ich würde niemals lügen. Naja, Spaß beiseite. Weiter geht's mit dem letzten Booster Schaurige, der hier gerade so schön zerfetzt. Ja. Für mich ist übrigens gerade ein Tag vor dem Tag, wo das Video kommt. Also bei mir ist Samstag. So kompliziert beschrieben. Und ja, ich habe lange nichts mehr geöffnet. Hab ja gerade richtig Bock. Wird am liebsten alles aufmachen. Hier steht noch so viel im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr sieht. Da hinten steht noch eine Mani-Konnektion. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt seht. Da hinten stehen noch irgendwo Displays und alles. Naja, aber man kann ja nicht alles öffnen, wenn man Videos macht, weil sonst hat man irgendwann keine Videos mehr. Und man muss ja wegen YouTube so ein bisschen stetig im Flow bleiben. Enya und ein Zebritz. Wow. Drei Booster, drei Regular Rares. Nicht schlimm, wenn Celebrations dafür so richtig gönnt. Ich sag mal so, ein, zwei Karten, die mir noch fehlen, wären nice. Mir fehlen nur noch Karten aus dem Vintage-Set tatsächlich. Geht wahrscheinlich die meisten. Gut, 10 Booster haben wir gar nicht. 8 haben wir, ne? Genau, 8. Mal schauen. Ich sag mal, 3 Vintage-Pokémon wären okay. Wären gut. Alles drüber wäre Bonus. Alles drunter wäre... Okay, Kartentrick haben wir hier keinen. Die dritte Karte ist die Karte, der Slot, wo die Vintage-Karte sein kann. Auf der vierten Karten-Slot können auch ein paar schöne Karten sein, aber da habe ich mittlerweile alle. Wir haben Reshiram. Das sind alles Holo-Karten. Die packe ich jetzt nicht ein, das würde das Video einfach eine unnötige Länge ziehen. Das mache ich gleich, wenn ich aufräume. Auf jeden Fall, wir haben nur Holo-Karten in den Boxen. Yogi mit Team Aqua, dann den falschen Professor Eich. Vintage-Karte, aber habe ich schon ein paar Mal, deswegen, schade. Und dahinter haben wir, fliegendes Pikachu V-Max. Die V-Max-Pikachu-Karten sind echt selten. Ich habe sehr viele Booster geöffnet. Ich habe die Karten jetzt, glaube ich, beide zweimal gezogen. Ich glaube, ich habe geöffnet 100 Booster. Lasst mich nicht lügen. Beide zweimal. Und dahinter noch ein Code für euch vom Celebration-Set. Viel Spaß damit, wie immer. Wenn ihr was Gutes zieht oder generell, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr den Code eingelöst habt. Okay, erster Booster, schon mal ein Vintage-Hit, aber leider der falsche Professor Eich, den man jetzt nicht unbedingt als Ziel hat. Dann haben wir hier ein Ho-Oh. Das gute alte C-Chrom. Lugia, das heißt kein Vintage-Hit. Und dahinter das Mew. Das heißt, das war ein klassischer Loose-Booster, würde ich sagen. Ein Booster, wo einfach nichts drin war. Ich packe mal eben kurz noch eine Hülle um. Den falschen Eich und das fliegende Pikachu V-Max. Wie riesig das einfach ist im Vergleich zu diesem Flugzeug, ne? Flugzeug, Pikachu, Ballons! Ja. Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt zwei Booster durch. Mal gucken, ob noch was Gutes hier drin laut. Knork wäre natürlich nach Tara oder ein Glurak. Die beiden fehlen mir noch. Das sind auch echt teure Karten. Wir haben hier Reshiram, nochmal Kyogre, also auch das wird ein Booster der. Und nochmal das Mew. Es ist wunderschön, versteht mich nicht falsch, aber die Karte habe ich jetzt auch schon so oft. Ja. Wie ist bei euch aus dem Set? Seid ihr bei eurer Sammlung auch gut dabei? Sammelt ihr das Set überhaupt? Manche haben ja schon aufgehört, haben es aufgegeben. Wobei das Set ja eigentlich gar nicht so schwer zu komplettieren ist. Das sind, glaube ich, 50 Karten. Und das Schwerste sind wahrscheinlich wirklich die... die Vintage-Karten alle zu kriegen. Wenn man aus Glurak zieht und vielleicht das Natara, hat man eigentlich schon die... Oh Gott, schon wieder keine alte Karte. Aber das Pikachu in Full Art, die ich jetzt auch schon bestimmt 20 Mal... Aber da mache ich mir mal irgendwas Schönes Bastlicht wahrscheinlich raus. Mal gucken. Wo wollte ich drauf hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Wenn man Glurak und Natara hat, dann hat man eigentlich die größten Pferde schon vom Eis und dann ist es nicht mehr so schwierig, das Set zu komplettieren. Weil den Rest kann man kaufen. Ich meine, der falsche Professor Eich, was kostet der? 70 Cent? Kann das sein? Das ist echt nichts... Also es gibt noch ein paar Karten, die vielleicht so 10er, 15 Euro kosten, aber das war es dann auch. Also das sind alles Dinge, die im Bereich des Möglichen sind. Man muss wahrscheinlich jetzt kaufen, weil ich glaube, die Karten werden langfristig, gerade die Deutschen, weil die Deutschen, da kommt man irgendwann nicht mehr gut ran. Reshiram und Cosmog. Oh nein, es wird so traurig. Solgaleo, okay, schon wieder nichts. Na komm, ich gebe noch einen Code raus. Gerade die Deutschen werden halt irgendwann knapp, weil da wahrscheinlich nicht so wirklich Reprints kommen. Im englischen Bereich... kommt immer wieder was. Im Deutschen gibt es ja noch den Sammelkopf, auf den wir alle warten. Der wird wahrscheinlich irgendwann Anfang des Jahres kommen. Das ist nochmal eine Chance, an Booster zu kommen und vor allem an die letzten Promos. Dann sollte das Set eigentlich durch sein. Bin sehr gespannt, wann die Koffer kommen, ob die Koffer kommen. Und dann kommt ja auch schon strahlende Sterne. Das neue Set, worauf sich auch alle freuen, mit Charakter-Rares etc. etc. Dann haben wir Cosmovum. Das ist eine der schönsten Karten im Set, finde ich. Mit der Lilly, wie sie schläft und nebenan das kleine Cosmovum. Und ein Geburtstags-Pikachu. Nice. Das ist cool. Das ist eine der schönsten Karten aus diesem
Set. Die ist tatsächlich gar nicht so teuer, aber sehr, sehr, sehr beliebt. Ich weiß auch jemanden, der die haben will, deswegen wird die wahrscheinlich sehr bald den Besitzer wechseln. Letzte Karte ist nochmal die Forschung des Professors. Ist jetzt eine coole Karte, weil es einfach diese vierte Wand durchbricht. Das sagt man ja bei Spielen, wenn die Spiele den Spieler erreichen. Eigentlich hat man ja ein Spiel immer so, man hat die Story im Spiel und selbst als Spieler nicht so viel damit zu tun. Aber es gibt ja Spiele, die durchbrechen diese Wand und hier ist es halt auch so, der durchbricht die Wand, die vierte Dimension und ist dann auf der Karte. So, ja. Kurzer Exkurs zu meinem Allgemeinwissen. Aber dieses Geburtstags-Pikachu, das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Hit. Wo habe ich eigentlich den Eichen gelegt? Hier liegt alles wie Kraut und Rüben. Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich das? So, weiter geht's. Auf jeden Fall sehr Pikachu-lastig, das Set. Das muss man sagen. Pikachus gibt es sowohl als Promos als auch als Karten im Set in großer Menge. Es ist halt einfach, Pikachu ist halt ein sehr beliebtes Pokémon. Ich glaube, es gibt gar kein Evoli, oder? In dem Set nicht ein Evoli. Der Versuch mit Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, ja vielleicht mal Evoli ein bisschen auf die Pikachu-Stufe hochzuziehen, ist scheinbar nicht so gut gelungen, weil irgendwie ist es hier nicht drin. Cosmog und Lugia. Das sind legendäre Wasserflug-Pokémon aus der Johto-Region. Dahinter haben wir nochmal ein Mew. Noch ein Mew und ich habe ein Playset. Und ich bin traurig. Okay, das heißt, wir können jetzt nur noch eine alte Karte ziehen, das heißt, wir können nur noch im Soll sein. Oder wir sind schlecht, wenn wir 8 waren es, ne? 8 Booster Celebrations. 2 zu 8, das ist keine gute Quote. Drückt mir mal die Daumen, meine Freunde. Dass meine Weihnachtsstimmung jetzt noch ein bisschen angeheizt wird. Ein paar Boxen habe ich tatsächlich noch. Ich meine, wir haben noch keine Glurak-Box auf dem Kanal gesehen, die kommt noch. Wir haben noch keine Felinara-Box auf dem Kanal gesehen, die kommt noch. Das war's, glaube ich. Mehr habe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht noch Top-Trainer-Box habe ich, aber die, ob ich die jemals öffne, weiß ich nicht. Ja! Dritte Vintage-Karte ist das dunkle Gyarados, einem meiner Most Wanted Pulls aus diesem Set. Aber habe ich jetzt auch schon viermal. Naja, nicht schlimm, ist aber sehr cool. Freut mich. Und die letzte Karte für dieses Opening ist ein Samazenta V. Damit kann man das Opening beenden. Es ist eine der V-Karten, die jetzt nicht so selten sind. Aber immerhin eine V-Karte. Ich glaube, die geht irgendwie auch 1 Euro, 70 Cent oder so. Es ist halt alles sehr günstig im Moment von dem Set. Nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht, hier wieder reinzugucken. Wir haben, denke ich, ganz gut gepult. Ich nehme mal alles, was irgendwie cool war, in die Hand. Meine Hand ist viel zu klein dafür. So, Samazenta kommt noch da. Wir haben 6 Karten zur Auswahl heute. Ich glaube, die Facecam blende ich euch da mal kurz aus an der Stelle. 6 Karten heute zur Auswahl für den Pull des Tages. Ihr kennt das Spiel. Schreibt mir in die Kommentare, welcher euer Pull des Tages war. Ich bin eindeutig. Ich habe da einen Post mit reingenommen, falls ihr die Promos auch sehr cool findet. Und die kann ich mal rausnehmen. Nehmen wir die einfach nur für den Pull des Tages. Ist auch die Hand nicht mehr so besetzt. Schreibt's mal rein. Meiner ist tatsächlich das Geburtstags-Pikachu. Das ist einfach cute. Das ist eine schöne Karte. Er freut mich immer wieder zu ziehen. Bin gespannt, was ihr sagt. Und dann würde ich euch noch bitten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, damit das Video weiter verbreitet wird. Im Moment gehen die Views wieder so ein bisschen nach unten. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr so ein bisschen mithilft, dagegen zu steuern. Und dann wünsche ich euch allen weiter noch einen schönen dritten Advent, schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem weiteren Video, Stream, was auch immer. Ihr wisst ja, hier kommt alles Mögliche. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.